Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Feed the Beast. Wir sind ein wenig weitergekommen, seit ihr das letzte Mal eingeschaltet habt. Kartoffeln soll ich auch mal vielleicht mal nehmen. Aber ja, Moment mal, ich stelle mal ganz kurz den Sound ein bisschen runter, damit ihr das nicht so nervt. Es hat sich vieles verändert seit dem letzten Mal. Oder sagen wir ein bisschen was verändert. Ich habe zuerst einmal, wie ihr sehen könnt, Nano-Suit Armor. Und beim letzten Mal habe ich angekündigt, dass ich die fertig machen werde. Ihr wisst, wie es funktioniert. Wenn ihr das letzte Video nicht geschaut habt, dann tut's. Was zum Teufel macht ihr denn? Und außerdem, wie ihr gesehen habt, habe ich mir ein Jetpack gebastelt. Das ist ziemlich billig. Es gibt aber noch ein paar Upgrades, die ich noch nicht habe. Und ich sollte das öfters machen, sonst gehen mir die Kartoffeln irgendwann aus und ich habe keine Reserve. Aber ich will ein paar Sachen hier ansprechen, bevor wir jetzt weitermachen mit Fortschritt etc. Und zwar zuerst einmal, ich bin gerade auf dem Weg und sammle Öl von da drüben der Quelle, die ihr sehen könnt. Und trag's manuell hier rüber. Ich bin nämlich viel zu faul, um eine gesamte Leitung zu legen für das kleine bisschen Öl da. Denn mein Quarry hier läuft immer noch. Und das Öl geht einfach nicht aus. Ich habe so viel Crude Oil, was man verarbeiten kann, und Öl in der Nähe, dass ich den Tank die ganze Zeit auffüllen kann. Und jetzt guckt mal. Whee! Er arbeitet und arbeitet und arbeitet. Und alles, was ich für wichtig empfinde. Also zum Beispiel sagen wir, ich springe hier runter und hole mir mal ein, zwei Ores, die ich mit Silk Touch abbauen kann, denn ich habe hier einen Advanced Diamond Drill, habe ich mir gebastelt, mit Titanium, mit Stahl und mit jeder Menge industriellen Diamonds habe ich mir einen Advanced Diamond Drill gemacht und mit den Silk Touch verzaubert. Jetzt kann ich damit Sachen aufheben. Und nicht viel hat sich verändert. Einmal, das hier ist fast voll. Ich habe gerade hier so ein System am Laufen, wo ich gemerkt habe, ah ja, hier ist so viel Holz, also beziehungsweise das, da war vorher sehr wenig da, und denke ich mir so, warum mache ich es nicht mal so, dass ich mal eine ganz kurze Phase mache, wo ich das Holz, was ich hier über habe, einzeln immer da rein tue und das Ding sozusagen als freilaufen lassen. Also es verbraucht gerade keine Holzplanks, sondern ich lege die manuell hier rein und wenn sie alle sind, muss ich sie halt nachfüllen, aber dadurch habe ich einen Überschuss an Holz, das gibt's gar nicht. Also wie ihr sehen könnt hier, das hat sich schon angehäuft und hier habe ich ein bisschen was verändert, nämlich der Squeezer ist dafür da, um Apfelsaft herzustellen. Ups, das war das Falsche. Den Apfelsaft, den nehme ich automatisch hier raus und tue ihn in diesen Tank. Und sobald genug da ist, mache ich eine kleine Phase, wo ich dann anstatt Wasser in den Fermenter Apfelsaft gebe. Und Apfelsaft erstellt mehr an Biomass als normale Wasser. Deswegen, aber weil ich nicht genug Äpfelausschuss habe, kann ich das nicht dauerhaft machen. Deswegen sammle ich so ein bisschen an Apfelsaft und lege immer manuell ein paar Äpfel hier rein. Und ja, wie gesagt, das läuft gerade. Ich habe ein bisschen Humus gecraftet reingetan. Das muss ich nämlich immer noch manuell machen. Und hier habe ich ein bisschen Stopp gemacht, weil ich zu wenig Energie verbrauche. Das füllt sich zu schnell und dann verbrauche ich zu viel. Deswegen habe ich ein bisschen Halt gemacht und deswegen ist das Ding auch so hoch. Aber ja, was wir hier haben, ist jede Menge Cobblestone. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Cobblestone ich jetzt habe. Achtung, wir zählen mal ganz kurz. Wir haben hier einmal voll, eine Barrel trägt 4000 Cobblestone. Wir haben hier einen vollen Cobblestone. Wir haben hier voll Cobblestone, wir haben hier 136 Dirt, wir haben hier 1600 Gravel. Wir haben nochmal voll Cobblestone, wir haben hier 2400 Dirt. Wir haben Cobblestone, warte mal, funktioniert hier was nicht mit dem Dirt? Stimmt doch irgendwas nicht. Komisch. Egal, auf jeden Fall, ja, das ist voll. Cobblestone, 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 ups. Und nochmal Cobblestone. Und ja, ich muss immer mehr Barrels hinzufügen, weil das einfach kein Ende nimmt. Aber ich hatte ein kleines Problem. Und zwar, ich habe bemerkt, dass irgendwie der Wasserspiegel so ein bisschen gesunken ist. Ihr seht, hier ist fließendes Wasser und es geht so eine Level runter. Und habe mir so gedacht, hä, wo kommt das her? Verdunstet das oder was? Und dann habe ich gemerkt, dass die Pumpe, die ich ans Wasser angeschlossen habe, hat einzeln immer Water Source Blocks abgezogen. Nacheinander, ohne dass ich es gemerkt habe. Und jetzt passt mal auf, Achtung. Der Wasserspiegel ist hier überall unten. Hier ist er unten, da ist er unten. Und hier hört es erst auf. Da hinten hört es auf. Und auf der anderen Seite genauso. Ist um den Berg herum. Ich habe extrem viel Wasser abgezogen, ohne es zu merken. Und die Lösung ist, die Pumpe, ihr habt es gerade gesehen, die Pumpe nimmt immer nur Wasser aus dem Becken, dass es reingefüllt ist. Das heißt, es nimmt hier Wasser raus und hier erstellt es automatisch wieder eine Water Source Block. Und das hat es hier gemacht. Und das konnte er hier nicht machen, weil es so ein großer See ist. Und deswegen solltet ihr das immer in so ein kleines Becken hier geben. Und ja, hier ist die Ölpipe läuft in die Combustion Engines hier rein und Öl habe ich genug, aber eigentlich will ich noch ein bisschen hier rumlaufen und Öl sammeln. Ich zeige euch gleich, ich muss nämlich nochmal ganz kurz aufs Klo und dann zeige ich euch gleich den Rest. Wie ihr hier sehen könnt, ich habe hier Crude Oil und das bekomme ich unter anderem auch hier aus dem Quarry raus.
Hier ist momentan nichts drin, weil ich alles rausgenommen habe, aber das wächst sozusagen an der Wand, wie ihr da sehen könnt. Zum Beispiel, das ist Crude Oil. Das sieht aus wie Kohle, so ein bisschen verwechselbar. Und Crude Oil könnt ihr verarbeiten. Und das könnt ihr gerade mal raten, was ihr am Ende rausbekommt. Und zwar das, was ich hier die ganze Zeit brauche. Das heißt, die Quarry, das Quarry stellt sozusagen her, was es braucht, um zu arbeiten. Ich nehme das Crude Oil, lege es in einen Macerator, der sozusagen, das ist ein, sagen wir ein, damit ihr es besser versteht, das ist ein Zerhäcksler. Also der nimmt Einzelteile von bestimmten Sachen, die er reinlegt und stellt daraus Sachen. Und das ist auch gut, um zum Beispiel Eisen reinzulegen, denn durch Eisenohr, wenn ihr das da reinlegt, bekommt ihr zwei Dust, die ihr dann umbrennen könnt in jeweils einen Ingot. Das heißt, ihr bekommt doppelt so viel raus aus einem Eisen. Das solltet ihr so früh wie möglich im Macerator machen. Gibt noch eine andere Maschine, die heißt, glaube ich, Rock Crusher. Das ist aber, läuft ein bisschen unter einem anderen System, sagen wir. Aber ja, den Macerator nehmt ihr, legt dort das Crude Oil rein, dann bekommt ihr dieses Sludge. Und das legt ihr zusammen, egal wie. Ihr müsst einfach nur 5 Stück und einen Eimer hier reinlegen, dann bekommt ihr ein Bituminous Sludge Bucket. Und den legt ihr dann in den Extractor rein, den ihr auch braucht, um zum Beispiel den Sticky Raisin aus daraus Gummi herzustellen. Ist recht billig, wie ihr gleich sehen könnt. Achtung, Extractor. Ups. Extractor. Nehmt ihr euch einen Extractor, macht Tree Taps, die sind nur aus Holz, Machine Block, aus Refined Iron und den Electronic Circuit. Ist alles recht einfach zu bauen. Und das macht ihr dann diesen Sludge rein und bekommt ein Ölbucket raus. Und den fülle ich alles manuell hier wieder rein. Und wie ihr sehen könnt, füllt es dann extrem viel auf. Also dadurch bekommt ihr extrem viel. Und so, wenn ich das hier mache, dann bekomme ich erstmal dadurch Öl. Und zusätzlich bekomme ich durch das Öl, was ich da hinten gefunden habe, das trage ich auch manuell rüber. So. Ja, das mache ich mal so rüber. Fülle ein bisschen Öl nach, mache ich jetzt mal. Also ich fülle jetzt ein bisschen Öl nach. Und danach zeige ich euch mal, was ich für alle neue Items hier gecraftet habe, etc. Und was noch alles passiert ist noch. Oh, okay, da das hier ein bisschen länger dauert, habe ich mir gedacht, hey, lässt mal 10 Minuten die Kamera an und erzählst mal so ein bisschen was. Ich wollte euch nur mal ganz kurz erzählen, nämlich, ich habe in Facebook auch schon geschrieben, ich habe einen ziemlichen Rückschlag erlitten. Also jetzt in V2Bs, nicht in meinem echten Leben. Wie ihr sehen könnt, ich habe alles an Bookshelves gesammelt und ihr wisst gar nicht, was das für ein Ärger war, der davor kam. Also zuerst einmal, wie voll ist denn das? Oh, es wird irgendwann voll. Ich glaube, noch 2-3 Mal gehen und dann ist schon der gesamte Tank voll. Aber ja. Ich wollte, also das war so, ich war in der Höhle und hatte gerade meine Nanosuit-Armor. Und da die Nanosuits, wie ihr sehen könnt, obwohl ich fast voll ausgerüstet bin, habe ich nur die halben Rüstungspunkte. Und das ist auch erkennbar, wenn man wirklich mit Creepern zu tun hat, etc., dann bekommt man sehr wenig Schadenreduzierung. Und, ihr wisst gar nicht, wie nervig das ist, wenn man dann stirbt. Und einmal habe ich es geschafft, wirklich die Items zu verlieren. Das war nämlich so, aus irgendeinem Grund funktioniert meine Race-Minimap nicht. Also oben rechts, ich habe keine Map. Und ich weiß nicht, ob das extra ist oder nicht. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Feed the Beast normalerweise immer Race-Minimap gibt, wo die anzeigt, wo der letzte Tod ist, wie man sich Waypoints und so weiter machen kann. Und irgendwie habe ich das nicht, aus irgendeinem Grund. Und deswegen wusste ich nicht, wo ich gestorben bin und habe sehr viele Items verloren. Also ich habe eine Advanced Diamond Drill, habe ich wirklich verloren, mit Silk Touch. Ihr könnt euch ja noch erinnern, wo ich die Silk Touch-Dinger gefunden habe. Das waren 2 Stück. Und den einen habe ich verbraucht. Dann ist die Advanced Diamond Drill verloren gegangen. Und das war ein Rückschlag, den könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist eine Arbeit, das zurückzukommen, bekommen, etc. Und ja, das ist passiert. Und das war so, ich war hier unten unterwegs. Ich habe mir so einen kleinen, also da in das Fenster zum Beispiel bin ich reingegangen. Habe ganz viele Sachen gesucht und bin immer weitergegangen und war irgendwann sehr weit weg von dem Punkt hier. Und irgendwann bin ich so nah an den Tod gekommen, dass ich mir gedacht habe, so, du gräbst jetzt sofort nach oben, du hast ein Jetpack, also grab nach oben. Hab nach oben gegraben und dort, ich hatte noch ein halbes Herz übrig und weil ich nichts mehr zu essen hatte aus irgendeinem Grund, ich glaube, ich bin, ja genau, ich bin einmal verreckt, hab meine Sachen wieder gefunden, allerdings mein Essen nicht mehr und dann war ich mit halbem Herz da unten. Und das halbe Herz, ja, dann bin ich nach oben. Okay, dann bin ich nach oben, habe ich mich nach oben gegraben und dann ist ein Gravel auf mich draufgefallen und zwar mehrere Gravel und meine Items wurden dann im Boden vergraben, also sind auf ewig verschwunden im Boden gewesen. Ich habe nicht keine Ahnung gehabt, wo die sind. Es könnte sein, dass sie noch da sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie noch da sind. Aber mal gucken, ob ich sie finde. Ich werde es natürlich jetzt nicht vor der Kamera suchen. Ich habe alles ersetzt, also von daher. Ich habe mich wieder davon erholt, aber es war halt ein einigermaßen großer Rückschlag. Und ja, da habe ich rausgefunden, hey,
du brauchst unbedingt Protection auf deinen Armor. Und also hab ich, bin ich ganz schnell losgegangen, habe mir ganz viel Leder besorgt, um, habe ich noch Bücher? Ja, ich habe nur 3 Bookshelves und ein Buch. Ja, die hacke ich mal ganz kurz auseinander. Die Dinger hier. Bekomme ich durch Silk Touch das wieder zurück? Ja, tatsächlich. Ja, ich hack die mal auseinander, nehme die Bücher und verzauber mal so ein bisschen. Das Problem ist halt nur, für jedes Buch brauche ich wieder Leder. Und Leder habe ich nicht. Ich habe kein Leder mehr. Alles alle. Und das ist auch nervig, wenn ich immer weiter wenn ich immer weiter Kühe töten muss dafür. Und also habe ich mir gedacht, hey, machst du irgendwann mal eine Kuhfarm? Das wäre, glaube ich, ein bisschen besser. Aber das dauert eben seine Zeit und ist außerdem aufwendig. Ich habe hier schon hier genug zu tun. Oh, mehr Sludge. Sludge, Sludge. Und deswegen, wisst ihr was, wir zaubern mal ganz kurz für 21 Level. Wie wäre es dann damit? Zack. So, ungefähr. 22, 22, 22. Wisst ihr was? Ich glaube, es funktioniert besser, wenn ich das hier hinlege. Und 16, 11, 17, 8. Bleh. Ja, ich glaube, wir müssen es für 20 machen. So. Smite 3. Hm. Ja. Ich würde sagen, das behalte ich mal für ein zukünftiges Schwert, das hoffentlich unendlich lange hält. Hier gibt es bestimmte Sachen, die unendlich lange halten oder beziehungsweise die man unendlich lange haltbar machen kann. Und deswegen behalte ich es mal. Aber ja. Was wir jetzt tun, was ich jetzt tun werde, ist das restliche Öl holen, bis ich komplett voll habe. Und dann eventuell ein Dings machen, eine Kuhfarm. Also nicht jetzt heute, ich meine jetzt allgemein mein Plan hier. Aber ja. Jetzt lege ich mal hier rein, so. Und dich hier rein. Komm, zack, zack, zack. Und ich würde sagen, als nächstes, ja, bauen wir mal dann weiter. Dann, ja, das war's. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich noch sagen soll, deswegen stotter ich so ein bisschen. Aber ja, wir sehen uns gleich. Guck mal, in diesem Bild sind genau 3 Dinge, die hier genauso aussehen wie Öl. Öl, ein schwarzes Schaf und Lightningwachs. Ernsthaft, ich bin eben gerade langgelaufen und hab gedacht, das wäre eine Quelle. Dabei ist nur ein fettes, schwarzes Schaf. Im wörtlichen Sinne. Vielen Dank für das Öl, gib mir her. Dankeschön. Na komm, so. Na komm. Gib mir das, was mir gehört. Ich kann nicht glauben, dass ich hier die Slime-Bells echt brauche. Im Vanilla-LP steigen die mir zum Kopf. Wörtlich. Und falls jemand von euch Feed the Beast anfängt, dann gebe ich euch den Tipp, holt euch so früh wie möglich einen Quarry. Und denn wie ihr sehen könnt, guckt euch das mal an, wie viel ich habe hier. Guckt, wie viel Stacks Eisen. Guckt. Ach du Scheiße. Zu viel Zeug. Also, wenn ihr Rohstoffe haben wollt, so schnell wie möglich, dann holt euch so schnell wie möglich einen Quarry. Der ist hier im Minecraft-Pack ziemlich teuer, da GregTech hier installiert ist. Das wird so geschrieben, GregTech. Die Mod, das ist ein Add-on für Industrial Craft, glaube ich, soweit ich weiß, soweit ich das richtig gelesen habe. Und das macht alles 10-mal schwerer. Warum die auch das auch immer einbauen wollten. Als ich das erste, bei der ersten Folge von FTB, zum Beispiel, war es nie alles so teuer. Da war nämlich GregTech nicht installiert, das war nämlich das FTB-Pack und jetzt bin ich im Minecraft-Pack und das ist ein wenig anders. Aber ja, nur diese Tipps. Und ihr müsst nicht unbedingt, übrigens nicht unbedingt mit einer Baumfarm anfangen. Ich habe das nur gemacht, weil ich wollte es mal lernen und habe das dann mal gemacht. Und habe gemerkt, ah ja, so kann ich am meisten Gewinn rausschlagen. Falls jemand von euch nichts mit FTB anfangen kann, das ist einfach nur, ihr versucht Strom herzustellen, beziehungsweise eine Stromzufuhr zu bauen. Und die habe ich gebaut, indem ich eine Baumfarm gemacht habe. Solaranlagen, da könnt ihr Energie aus nichts kriegen, also dann kriegt ihr tagsüber Energie, die müsst ihr dann speichern. Speichereinheiten gibt es, wie gesagt, das ist alles verlinkt, ihr dürft auf das Wiki drauf, nämlich nicht mal meine Erlaubnis zu haben, ihr könnt einfach drauf gehen, ohne mich zu fragen, und da guckt ihr euch mal um. Und wenn ihr nicht wisst, wie man etwas baut, dann bitte nicht mich fragen, sondern immer alles unten eingeben. Und das sollte euch dann liefern, was ihr bauen könnt. Und wie in Minecraft ist es keinerlei Grenzen gesetzt, allerdings weiß man oft nicht, was man tun soll. So wie ich jetzt gerade. Also suche ich mir irgendwas aus, was ich bauen könnte. Beziehungsweise was ich mir beschaffen könnte. Und zum Beispiel sollte ich eventuell... Moment mal. Da ich jetzt genug Materialien habe, wie ihr sehen könnt, also genug Zinn und genug Eisen, werden wir uns mal dran machen, werden uns ein Nano-Schwert basteln. Ich glaube, das wird Nano-Saber, genau, so hieß er. Dazu Iridium-Platten brauchen wir dafür. Nicht wirklich, oder? Ihr seid doch alle beschissen. GregTech, sag mal.
Iridiumplatten. Iridium Alloy Ingot. Ach du Scheiße. Iridium Ingots. Die bekommt man durch Iridium Ore. Und Iridium bekommt man, soweit ich weiß, sehr selten. Das ist 10-mal seltener als Diamant, so wie ich das beurteilen kann. Also, ich werde mal ein bisschen nachforschen. Also, ich hab mehrere Alternativen. Also, Nanosuit Saber, den kann ich durchaus machen. Aber erstmal, wenn es schon ein bisschen schwerer ist, das zu bekommen, werde ich mal ganz kurz mein Electric Jetpack hier reintun und werde mal gucken, wie ein Dings gebastelt wird. Ein Dingsterbumster. Eine große, wie hieß denn das Ding nochmal? Ich habe keine Ahnung. Lab Pack. Exakt. Ein Lab Pack brauche ich. Dazu brauche ich ein Bedpack. Und das brauche ich, da brauche ich Tin, also Zinn, einen elektronischen Kreislauf und 6 Batterien. Batterien habe ich jetzt genug für. Und kleiner Tipp, falls ihr so viel wie möglich rausholen wollt, holt euch Silk Touch, so schnell ihr könnt. Ich habe natürlich Glück gehabt, dass ich es gefunden habe, aber wenn ihr Silk Touch benutzt, dann könnt ihr die Ores am Ende in den Macerator geben. Und zum Beispiel Redstone gibt als Ore, also als Erz, in den Macerator, glaube ich, 10 auf einmal. Und da ist selbst Fortune dagegen nix. Also würde ich das dagegen, also da würde ich schon gucken. Also informiert euch am besten. Ihr könnt einfach hier Redstone Ore eingeben. Macht einen Rechtsklick darauf, denn ein Rechtsklick auf ein Item, da zeigt euch alle Arten an, mit denen ihr das Item benutzen könnt. Und wie es hier angezeigt wird, im Pulverizer bekommen wir 8 Stück und im Macerator bekommt ihr 10. Und daraufhin habe ich mir ein paar Macerator hier hingesetzt. Zuerst hatte ich nur einen, aber jetzt habe ich noch einen zweiten. Ich bin so ein Bonze. Und ein wenig Blei kann ich auch gebrauchen. Habe ich noch nicht gemacht. Aber ja, was ich jetzt machen wollte, ist ein Lab Pack. Beziehungsweise ein Bed Pack. Dafür brauche ich Batterien. Und für Batterien brauche ich Zinn, das habe ich mir gemerkt. Und Redstone. Redstone. Zu wenig Redstone für meinen Geschmack. Ich habe viel zu wenig Redstone. Da brauche ich noch Kabel. Hier, du. Und so viel Gummi wie möglich. Und dazu Kupfer. Denn mit Kupfer kann man Kabel machen. Und da will ich so viel wie möglich machen. Nämlich so. So. Und jetzt machen wir 2 Kreisläufe mal. Und, ach, Mist. Ich brauche Refined Iron. Für Kabel. Für Kabel, wie es auch immer geschrieben wird. Genau. So. Jetzt haben wir 2 Kreisläufe. Dazu. Also den Circuit brauche ich für das Bedpack. Genau. Dann brauche ich Batterien. Für jede Batterie brauche ich. Ja, das ist ein bisschen durcheinander, weil hier, wenn ich hier draufklicke, passiert nichts. Das ist doof an der Batterie. Ihr müsst die leere Batterie anklicken. Dann zeigt ihr euch an, wie die gebaut wird. Und die wird so gebaut, genau. Also hier oben hin. Ich brauche 6 Batterien. 4 Stück, 2 Stück habe ich schon, also. So, Batterien bitte. Die anderen beiden Batterien. Oh, ich habe da 3 Stück. Egal. Macht nichts aus. Auf jeden Fall, zack, 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 zack. Das hier. Dazu brauche ich Refined Iron. Na, komm her. Bad Pack. Genau, das Refined Iron dort. Und den Kreislauf oben. Dann bekommen wir ein... Oh, Tin. Ich bin auch blöd. Zinn brauchen wir. So, jetzt bekommen wir ein Lab Pack. Und, also ein Bad Pack. Das Lab Pack ist weitere Entwicklung davon. Die verbesserte Version davon. Und wenn wir dies aufladen, das zeige ich euch gleich, wenn es mal voll ist. Es wird schon wieder Nacht. Wenn ihr FTB zockt, also richtig intensiv, dann fühlt sich's an, als ob alle 2 Minuten Nacht wird. Das ist so nervig. Und es gibt zum Glück Wege, um das zu umgehen, dass man wirklich aktiv auf Nacht schalten kann. Das ist möglich in FTB. Aber nichtsdestotrotz nervt immer noch. Du kommst hier rein. Und ja, wie gesagt, mein Bedpack ist aufgeladen und das hier ist auch eine Art Jetpack, also dass man auch auf dem Rücken ziehen kann, das hat aber einen ganz anderen Effekt. Und zwar, wie ihr sehen könnt, wenn ich elektronische Waffen dabei habe, also wie zum Beispiel den Mining Drill, dann könnt ihr mal die Zahlen angucken, 12.440 EU, also die Stromanzeige. Wenn ich jetzt so mache und es benutze, dann erhöht sich die Anzeige. Wie ihr sehen könnt, bei jeder Anzahl erhöht sich die Anzeige ein bisschen. Überhaupt, okay, doch nicht. Okay, Moment. Ja, es funktioniert leider nicht mit der Mining Drill. Die ist nämlich viel zu fortgeschritten für dieses simple Ding. Aber ich zeige es euch an meinem Tree-Tab, an meinem Wasserhahn. Ihr seht, er hat 8850 und wenn ich jetzt nochmal benutze, hat er auf einmal 10.000. Und das bedeutet, das Ding zieht vom Backpack, von meinem Battery-Backpack, Energie ab.
Und das würde ich weiterführen, nämlich das, dann habe ich dann immer so ein Bedpack oder ein Labpack dabei, mit dem ich dann meine Waffen öfters benutzen kann. Und das Labpack hat 600.000 EU als Speicher. Von dem her ist das auch doch ein recht gutes Item, wenn ich es mal hinkriege. Na, also vielen Dank. Wenn ich es mal hinkriege, meine Dings aufzuwerten, das werde ich jetzt mal tun. Das Labpack werde ich jetzt mal aufwerten, beziehungsweise das Bedpack auf ein Labpack aufwerten. Meine Güte, ist das ein Zungenbrecher, das gibt's gar nicht. Aber ja, was brauchen wir denn für ein Labpack? Ich habe schon wieder vergessen, was ich gerade nachgeschaut habe. Advanced? Nein, ich will ein normales Labpack. Dafür brauche ich Lapisblöcke. Einen, komm schon, sag mir, ob ich da auch. Ja, Advanced Circuit und ein Bedpack. Ist nicht allzu teuer. Allerdings habe ich nicht so allzu viel Lapis. Aber ich glaube, ich kann damit 6 Blöcke machen. Ja, das ist das Problem, weil, wenn ihr euch wundert, ich kann nämlich hier 9 Stück in einen Würfel legen und es wird nichts passieren. Wir müssen nämlich den Lapis in einen Kompressor legen. Und der macht dann aus 9 Stück einen Block. Und, ja, okay. Blei. Kommst du hier hin? Genau, brav. So, gibt es irgendwelche Probleme mit, ich glaube. Moment, so. Die hier laufen alle, die haben noch 16, 16, 16, okay. 5, 4 rein, da. So, du. Hier ist Humus drin, den fülle ich mal hier rum. Oh, voll, okay. Alles klar. Du läufst noch. Mach ich meinen Humus hier rein. Und fülle den gleich mal um, wenn es ein bisschen aufgebaut ist. Aber ja, auf jeden Fall, wir warten mal auf das Lapis. Hier. Und, dann machen wir uns noch einen erweiterten Kreislauf. Und der funktioniert folgendermaßen. Dafür brauche ich auch wieder Lapis. Zwei Lapis, zwei Glowstone und Redstone. Und ach du Scheiße. Mein Inventar ist so voll. Ich müsste mir irgendwann mal ein Backpack machen. Wie heißen die Dinger nochmal? Backpack. Ja, genau. Trackmans, Icemans, Adventurers, Apiarists, Diggers, Forester, Miners, Backpack. Die haben anscheinend verschieden große Slots. Aha, so macht man das Ding also. Ja, es hat dann 15 Slots, wo man Items reinlegen kann. Aber ja, das ist jetzt eine andere Sache. Wir machen uns jetzt einen erweiterten Kreislauf. Redstone in die 4 Ecken. Das habe ich mir übrigens gemerkt. Das Ding muss man so oft craften. Mittlerweile weiß ich schon auswendig. So. Das Blei ist auch fast fertig. Und ich will meinen Maceratern immer was zu arbeiten geben. Deswegen. Silber brauche ich nicht. Ich brauche aber. Haben wir noch Crude Oil? Habe ich noch Crude Oil hier irgendwo? Du, hast du noch zu arbeiten? Ich glaube nicht. Oh, der Torch ist abgebaut. Okay. Da vorne ist Kohle. Nein, kein Crude Oil mehr. Okay. Und ich gehe jetzt auch nicht extra holen, deswegen macht er jetzt einfach nochmal Zinn. Ich habe hier auch ein bisschen Zinn. Das kannst du bearbeiten, mein Freund. Und, ich habe so viel Zeug. So viel Ingots hier. Aber ja, wir haben jetzt 6 Blöcke. Ich lege mal alles ab, was ich nicht brauche. Na, so. Und das Bedpack brauchen wir. Und die 6 Lapisblöcke. Genau. Das ist ein Labpack. Und das hat 300.000 EU Platz. Und das, ich glaube, ein Advanced Labpack hat, glaube ich, 1 Million Platz, soweit ich weiß. Aber das kann ich mir noch nicht leisten, auf keinen Fall. Ja, wir füllen das Ding mal ein bisschen auf. Wie wär's damit? Oh mein Gott. Okay, alles klar. Ich habe ein bisschen zu wenig Energie. Doppelter Modus. Und hier fülle ich noch ein bisschen Holz rein, damit das auch gebrannt wird. Exakt. So. Dann gibt er sich mal ein bisschen Mühe, ein bisschen mehr Energie dazu zu schalten. Und wir füllen das mal raus hier. Das ist ein Bug, den kenne ich. So. Jetzt aber. Jetzt müssten wir eigentlich, warte mal, wenn ich hier. Wir können aber, glaube ich, nicht das Jetpack nachfüllen, soweit ich weiß. Das Jetpack kann man nicht nachfüllen, aber die Drill schon. Zack und zack. So. Und schon ist das Ding wieder voll. Aber den Dings kann man nicht nachfüllen, ne? Ich glaube nicht. Wenn ich damit jetzt abbaue, was passiert dann? Nein, okay, kann man nicht. Okay, alles klar. Aber zumindest kann ich meine Tools hier nachfüllen. Und jetzt wollte ich nochmal nachschauen, wie man Iridium bekommt, genau. Bin nämlich ziemlich sicher, dass ich irgendwie in eine Möglichkeit kommen muss. Bis jetzt habe ich noch kein Iridium in dieser Welt gefunden. Das ist das Schlechte dran. Na, falsche Chest. So. Aber ja. Na komm. Na komm. Und. Ja, das war's. Ich guck mal nach Iridium und dann mach ich nochmal weiter. Ich habe gerade nachgelesen. Iridium spawnt überall.
Und es ist wirklich so selten, wie ich gedacht habe. Denn wenn es schon in einem so großen Block nicht ein einziges Mal gespawnt ist und wenn es spawnt, dann nur in ein... oh, noch ein Slime. In... oh mein Gott! Ich hatte gerade mein Jetpack gar nicht an und trotzdem habe ich keinen Schaden bekommen. Okay, alles klar. Ja, wenn es schon so selten spawnt, es ist weiß, komplett weiß. Für diejenigen, die von euch, die es eventuell mal nicht gefunden haben und es brauchen oder so. Und Iridium ist extrem selten. Es ist seltener als Diamant. Sehr, sehr viel seltener als Diamant. Und das braucht ihr, um den Nanosaber und verschiedene andere Dinge herzustellen. Und sobald ihr es seht, solltet ihr es sofort mit Silk Touch abbauen und dann verarbeiten mit Permacerator. Dann bekommt ihr nämlich doppelt so viel raus. Und was ich noch rausgefunden habe, es spawnt in der End. In den Asteroiden, so Asteroiden, die um den Main Point, also den Main, der Main Island noch so drumherum fliegen. Und dort gibt es den auch, nämlich in so einer Art Sheldonite Ore. Ich gucke das mal ganz gut nach hier. Sheldon. Hoho, Sheldon! Und, na komm. Sag mir, ja genau, da kann man Platinum daraus herstellen. Und ich glaube, ja genau, wenn man es im Pulverizer eingibt, kriegt man noch Iridium raus. Und das kann man benutzen, um Iridium zu bekommen. Ansonsten muss man hoffen, dass man es irgendwann mal findet. Und deswegen kann ich nichts mehr machen. Ich habe schon 26 Minuten voll mit meiner Folge hier. Und außen brauche ich mich, sehe ich dann für ein paar Aufnahmen. Und deswegen muss ich mich leider verabschieden. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr dürft gerne was, also ein paar Vorschläge in die Kommentare posten. Oh mein Gott, so viel Zeug. Wenn ihr Tipps habt, also wenn ihr Tipps habt für mich, warum, ihr könnt mir auch gerne sagen, warum meine Map weg ist, falls euch das aufgefallen ist. Warum auch immer das Ding weg ist, ich habe nämlich keine Ahnung, warum. Tin kommt hier rein. So, die beiden arbeiten, einer davon arbeitet zumindest. Was kann man denn noch hier reinlegen, wisst ihr? Hm. Ja, ich werde es dann mal schauen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Tipps und Kommentare in die Kommentarbox, so wie immer. Und liked die Folge, wenn sie euch gefallen hat. Allerdings, wenn ihr Fragen habt, zumindest, wie craftet man A, B, C und es nicht ausdrücklich, wenn es ausdrücklich hier drin steht, zum Beispiel, was weiß ich, ich will Nanosuit craften, ein bisschen Nanosuit hier angeben. Und wenn ihr ein Item nicht wisst, wie es gecraftet wird, klickt ihr auf das und dann wird euch angezeigt, wie es gecraftet wird. Nichts unten schreiben von wegen, wie wird denn das gecraftet, es sei denn, es steht hier nicht drin und es ist ein recht kompliziertes System. Dann dürft ihr gerne fragen. Der arbeitet dabei auf Hochtouren hier. Aber ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei FTB, wenn es ein nächstes Mal geben wird. Und ja, einen schönen Tag noch. See ya.